Guten Abend, meine Damen und Herren. In den späten Nachmittagsstunden hat sich auf der Autobahn Bengsdorf-Wedela ein besonders schwerer Verkehrsunfall ereignet. Auf beiden Fahrspuren der Autobahn bot sich den Rettungsmannschaften ein grauenvolles Bild. Von den 124 Fahrzeugen, die an der Katastrophe beteiligt waren, hatten sich mehr als die Hälfte zu einem unentwirrbaren Knäuel. Meine Damen und Herren, infolge einer technischen Panne können wir Ihnen die schwere Autobahnkatastrophe zurzeit nicht zeigen. Wir hoffen aber, dass dieser entsetzliche Filmbeitrag noch im Laufe dieser Sendung wieder startklar sein wird und bitten Sie einstweilen um Geduld. Aber gerne. Und die Jacke bitte aufknöpfen. Hose auch? Nein, danke. Oh. Mm. Wie bitte? Mm. Wieso, was ist? Lassen Sie sofort meine Hand los! Ach, seien Sie doch nicht so militant, Sie Grenzschutz. Ich denke, ihr seid eine Polizeitruppe. Danke, bitte hier raus. Ich bestehe darauf, überall kontrolliert zu werden. Ihre Kontrolle ist... Los, verdammt nochmal! Bitte verlassen Sie die Kabine! Ich bin gestolpert, Herrgott, nochmal. Da wird man sich doch wohl noch festhalten dürfen. Klar? Wie immer. So, ich glaube, jetzt nimmst du sie lieber. Dann sieh dich mal richtig um. Ja, ich kenne die Gegend. Nein, in so ein Drecksloch von Wohnung ziehe ich nie. Niemals in meinem Leben. Wir sind hier zwangseingewiesen, Charlotte. Da oben im ersten Stock. Anderthalb Zimmer. Aber das ist doch keine Gegend, Hansi. Das ist doch eine Zumutung. Hier kann man doch keine Menschen wohnen lassen. Das ist was für Tiere. Ein Ghetto ist das. Ich weiß, Charlotte, ich weiß. Aber wir haben doch keine andere Wahl.
Kleine, miefige Karnickelstelle sind das, aber keine Wohnungen. Das sehe ich doch von hier aus. Wie können unter diesen deprimierenden Umständen Kinder ohne bleibende Schäden groß werden? Wir kriegen ja keine Kinder mehr, Charlotte. Beziehungsweise, was mich betrifft, glaube ich nicht, dass hier noch was passiert. Seit wann weißt du, dass sie uns hierher bringen? Seit 7 Tagen. Warum hast du es mir nicht gesagt? Ich wollte dir wenigstens noch eine glückliche Woche schenken in diesem Leben. Glückliche Woche? Wo diese Halunken unser Heim geplündert haben, Stück für Stück, bis auf diese schäbigen Reste in diesem lächerlichen Möbelwagen. Der Gerichtsvollzieher hat nur seine Pflicht getan, Charlotte. Die Sachen gehörten uns nicht mehr. Unsere Sachen gehörten uns nicht mehr? Oh, ahnen Sie, was ist von dir noch übrig geblieben? Ich weiß nicht viel, Charlotte, aber irgendwie müssen wir ja weiterleben. Irgendwie leben? In so einem Haus soll man leben können? Mehr als 6000 Menschen in dieser Siedlung haben bewiesen, dass es geht. Das sind keine Menschen, das können keine sein, die hier leben, die das aushalten. Meine Möbel kommen nicht in diese Kaserne, wo die Wände so dünn sind, dass man den Nachbarn beim Gurgeln hört. Wo man die Kohlen durchtragen, da sind sie. Wo man die Wände zumachen, um frische Luft zu kriegen. Keine Bäume, keine Sonne, ich bin doch kein Stück Vieh. Sagen Sie mal, was sind denn das für neue Mieter? Kennen Sie die? Sie nicht? Nee. Das sind Herr und Frau Krack, der große Hans Krack, der damals diese ganze Siedlung hier aus dem Boden gestampft hat. Der ehemalige Baulöwe, verstehen Sie? Feierabend heißt menschlich sein, die Sorgen vergessen, sich mal so richtig gehen lassen, selbst einen Spaß machen und einen Spaß vertragen können. Mutti, wieso kann Vati sich gehen lassen, Spaß vertragen und dann auch machen? Weil er nur Goldfusel trinkt. Die neuen 3-Funktions-Alkohol. Goldfusel harmonisiert, narkotisiert und paralysiert. Goldfusel, der große Schlimme aus Kartoffeln. Jetzt mit dem Langzeiteffekt. Das, meine Damen und Herren, ist mir nun völlig klar. Hier wird von der anderen Seite in übelster Weise auf einen Mann geschossen, dessen Integrität außer Zweifel steht und der, wie kein anderer, das Image unserer Partei geprägt hat. Hier will man nicht kurz vor einer wichtigen Wahl einen verdienstvollen Politiker aufs Kreuz legen. Hier will man eine ganze Partei um die wahlentscheidenden Stimmen bringen. Und der Zeitpunkt, das muss man dagegen lassen, meine Damen und Herren, der Zeitpunkt ist nicht schlecht gewählt. Unser Parteifreund Dr. Brumser kann jetzt nur noch mit einstweiligen Anordnungen auf Widerruf reagieren. Denen werden dann Prozesse folgen. Aber bis seine Unschuld aus einem Richtermunde auf dem Tisch liegen wird, ist die Wahl längst gegessen und wir sind im Keller. Wir wollten einen fairen Wahlkampf führen. Aber wenn man uns mit derartig niederen Motiven vor Schienbein tritt, dann müssen wir den Schuss der Gegenseite schon im Keime umdrehen, sodass er nach hinten losgeht und den Verleumdern im Halse stecken bleibt. Wenn man uns dazu zwingt, werden wir jede schmutzige Wäsche mit gleicher Münze heimzahlen. Und wenn wir in 2 Stunden auf unserer Pressekonferenz das Wort ergreifen werden. Herr Dr. Brumser,
Lieber Parteifreund Brumser, der gesamte erwartete Vorstand erhebt sich zu Ihren Ehren von den Plätzen und bekundet Ihnen unser unbeugsames Vertrauen. Danke. Danke, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich bitte hiermit um die Entlassung aus allen Ämtern, die ich bisher in Partei und Parlament innehatte. Herr Dr. Brumser, ja, und so schöne Blümchen. Meine Damen und Herren, ich unterbreche die Sitzung des erweiterten Vorstands auf unbestimmte Zeit und berauche eine sofortige Sondersitzung des verengten Vorstands an. Tatsächlich 800.000 Mark? Ja. Aber die Blumen, das wäre doch wirklich nicht nötig gewesen. Und diese angebliche Weibergeschichte? Die war auch nicht angeblich. Und das 3 Wochen vor der Wahl? Aber das wissen Sie doch schon seit 3 Jahren. Ich nicht. Jedenfalls nicht offiziell. Offiziell habe ich nichts gewusst. Wir alle haben offiziell nichts gewusst. Außerdem habe ich Ihnen immer gesagt, passen Sie auf, dass es dafür keine Beweise gibt. Ja, das hat er immer gesagt. Immer. Sehen Sie denn noch Chancen für ein Dementi, das wenigstens 3 Wochen hält? Ich weiß nicht. Vielleicht. Aber was passiert, wenn in den nächsten 3 Wochen noch was Neues hochkommt? Außer den 800.000 und den Weibern? Sie erinnern sich doch ganz bestimmt noch an die... Ich denke nicht daran. Und schon gar nicht offiziell. Tja, dann werden wir uns wohl... Ich meine, wenn wir uns schon von ihm trennen müssen, dann am besten gleich. Ja. Frau Dr. Van Deelen, ich hoffe, Sie werden der Partei auch diesmal wieder Ihre beruflichen Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Wir haben noch 1,5 Stunden Zeit bis zur Pressekonferenz. Kommen Sie, Herr Brumser, gehen wir in mein Arbeitszimmer. Wir haben viel zu lernen in den nächsten 90 Minuten und Sie müssen gut sein. Ja, aber mit den Blumen haben Sie mir wirklich eine große Freude gemacht. Damen und Herren, die unerhörten Vorwürfe gegen den Sprecher unseres Parteiverstandes, unseren langjährigen Parteifreund Herrn Dr. Brumser, weise ich hiermit in aller Entschiedenheit dahin zurück, wo sie herkommen, nämlich in die Gosse. Die großen Verdienste, die sich Dr. Brumser nicht nur um unsere Partei, sondern darüber hinaus auch um das Parlament und die Demokratie in diesem Lande erworben hat, machen ihn über Vorwürfe dieser Art in einem Maße erhaben, dass der über ihn ergossene Unrat an ihm abperlen wird, wie ein Regentropfen an einem, Ich dachte, mich beißt eine Kuh, wie ich das gehört habe. Schweren Herzens beugt sich der Parteiverstand dennoch einer persönlichen Bitte Dr. Brumses, ihn bis zur gerichtlichen Klärung aller gegen ihn erhobenen Vorwürfe ab sofort von allen Partei- und Parlamentsämtern zu beurlauben. Ich bitte nun Herrn Dr. Brumser, das Wort zu einer persönlichen Erklärung zu ergreifen. Tja, meine Damen und Herren, dass ich mir einen derart dreckigen Bonbon nicht widerstandslos an die Backe kleben lasse, das dürfte doch wohl jedem klar sein, der mich kennt. Vor allem nachts. Aber ich werde nicht wehrlos im Bette sterben. Ich werde mit Mistgabeln
für mein Selbstverständnis als Retter der Dem. Passen Sie mal auf. Lila. Frau Dr. van Delen. Frau Dr. van Delen, Sie sind gelernte Psychiaterin. Können Sie uns eine Erklärung für dieses verwirrende Schauspiel geben? Nicht ohne genaue Untersuchung. Aber ich fürchte, wir sind hier Zeugen einer menschlichen Tragödie geworden, deren Ursachen wahrscheinlich Jahrzehnte zurückliegen. Auch ich bin sprachlos vor Entsetzen. Wer einen wehrlosen Kranken weiterhin öffentlich angreift, richtet sich selbst. Und wer wird nun die Verantwortung für den Schaden übernehmen, den dieser Kranke ihrer Partei zugefügt hat? Sie sind ein schöner junger Mann, mein Prinz. Die Weisheit Asiens wird auch über Sie kommen. Wir müssen das Menschliche nur in uns wachsen lassen, damit wir alle Menschen werden. Meine Damen und Herren, wir bedauern mitteilen zu müssen, dass die versprochene Autobahnkatastrophe sich weiterhin kurzfristig verzögert. Unsere Techniker sind aber nach wie vor bemüht, das gewaltige Unglück wenigstens so weit zu reparieren, dass wir es in wenigen Minuten, wenn auch in geringfügig verminderter Bildqualität, werden ausstrahlen können. Wir bitten um Ihr Verständnis. Du lügst ja schon wieder. Aber ich hab niemanden umgebracht. Und den Sie gerade meinen, den schon gar nicht. Also weißt du, wen ich meine? Eben nicht. Sonst würde ich's ja sagen. Dass du ihn umgebracht hast. Nein, im Gegenteil. Aber Sie sagen mir ja gar nicht, wen Sie meinen. Ist denn überhaupt jemand umgebracht worden? Na, tu doch nicht so scheinheilig, Menschenskind. Oder denkst du, ich sorge mir die Leichen aus den Fingern? Jeden Tag werden Leute umgebracht, überall. Aber wie oft soll ich Ihnen denn noch sagen, dass das Blut an meiner Hand ein Besoffener war, der aufs Kinn gefallen ist? Ich habe ihn wieder auf die Beine gestellt und dann ist er weitergetorkelt. Und warum bist du dann von der Zivilstrafe davongelaufen? Weil ich dachte, die wollten mich überfallen, diese Gangster. Das haben sie denn ja auch gemacht und haben mir mitten zwischen die Beine gehauen mit ihrem Judo. Mit ihrem Knie. Du lügst schon wieder. Dann möchte ich jetzt ein Geständnis ablegen. Na endlich. Ich habe niemanden umgebracht und wenn diese Scheißpolypen mir erst ihren Ausweis gezeigt hätten und dann zugehauen, dann hätte ich doch nie im Leben zurückgeschlagen. Also gut, fangen wir noch mal von vorne an. Ich beantrage hiermit den Untersuchungsrichter. Jeder Festgenommene hat das Recht, dass ihm ein Untersuchungsrichter vorgeführt wird. Innerhalb von 24 Stunden, mein Lieber. Das sind noch 17 Minuten Zeit. Also, dein Vater kannte kein Schwein und deine Mutter war eine stadtbekannte... Genau umgekehrt. Meine Mutter kannte ihn genau und deshalb hat sie sich gesagt, bevor so ein Schwein der Vater meines Kindes wird, da gehe ich lieber auf den... Das hat sie dann ja auch reichlich getan. Lassen Sie bitte meine Mutter aus dem Spiel. Die hat inzwischen ihr Leben im Tode bezahlt. Ja, ja, geschenkt. Als kleiner Junge hast du in mancher Winternacht stundenlang im eiskalten Hausflur warten müssen, während deine Mutter in eurer Einzimmerwohnung
berufstätig war. Aber nie einen umgebracht. Damit habe ich schon als kleines Kind angefangen. Womit? Keinen umzubringen. Schön. Dann kamst du in die Schule. Keine Freunde, schlechte Leistungen, immer nur Frotzeleien. Seine Mutter ist ein öffentliches Verkehrsmittel. Ach, die haben ja noch viel Schlimmeres. Die haben... Wissen Sie, was die wörtlich gesagt haben? Brauche ich nicht. Erste Lehre abgebrochen, zweite Lehre abgebrochen, erste Jugendstrafe, Eigentumsdelikt, Ausbruchversuch, zweite Jugendstrafe. Aber nie einen umgebracht. Dann eine ganze Latte von Vorstrafen und dann plötzlich der große Wendepunkt. Auf einmal sesshaft. 7 Jahre lang beschäftigt bei ein und derselben Tankstelle. Warum habe ich auch gesagt? Ich hatte ein Verhältnis mit der Frau vom Chef. Und wie der Alte starb, da wollten wir das Trauerjahr nur noch in Ehren verstreichen lassen. Mhm. Und dann? Heiraten. Aber stattdessen kam mir dann diese schwere Körperverletzung. Rechtskräftig verurteilt. Wiederaufnahmeverfahren nach 5 Jahren. Freispruch wegen erwiesener Unschuld. Und da war die Frau natürlich weg. Mit dem anderen. Dann die Haftentschädigung versoffen? Aus Kummer. Den Rest haben sie mal geklaut. Mhm. Und seitdem hast du keine feste Arbeitsstelle mehr. Aus. Fertig. Gestrandet. Kaputt. Ich will dir mal was sagen, mein Lieber. Du hast so viel Pech gehabt. Dir ist so viel schiefgegangen in deinem Leben. Wenn irgendjemand das Recht hat, jemanden umzubringen, dann bist du es. Ich will aber nicht. Du hast doch schon. Nein. Du lügst! Ich kann nicht mehr. Warum packst du dann endlich aus? Ich will jetzt endlich einen Untersuchungsrichter. Das könnte dir so passen. Hau ab! Aber glaube ja, dass ich dich in Ruhe lasse. Auf Wiedersehen, mein Lieber.
die hab ich umgebracht, damit endlich Ruhe ist. Du lügst ja schon wieder. Die lebt noch. Also fangen wir doch mal von vorne an. Dein Vater kannte kein Schwein und deine Mutter war eine Stadt. Ich? Oma Piepenbring, bin 83 und ich trinke heute Abend schon den zweiten Goldfusel, weil ich auf meinem einen Bein nicht mehr stehen kann. Und außerdem ist mein Mann schon lange tot. Und die Kinder kümmern sich nicht mehr um mich. Seit ich ihnen das Haus geschenkt habe und in dem Altersheim hier, reden Sie nicht mehr mit mir. Einer ist dem anderen sein Geibel. Vor allem die Pflegerin. Und der Doktor will mir ums Verrecken nicht glauben, dass der Heimleiter mich vergiften will. Auch ihr hilft Goldfusel. Der neue Dreifunktionsalkohol. Goldfusel harmonisiert, narkotisiert und paralysiert. Goldfusel, der große Schlimme aus Kartoffeln, jetzt mit dem Langzeiteffekt. Entschuldigung, du kommst hier ohne jede Vorwarnung nach Bonn, lässt mich aus dem Ausschuss rufen und... Schließlich ist Gabi ja auch deine Tochter. Aber ich kann da nichts dafür. Du tust ja gerade so, als ob sie ein Kind von mir erwartet. Nee, leider auch noch von dem Juso. Ach, du warst halt. Aber du hast doch die Verfassungsbeschwerde an Karlsruhe damals selbst unterschrieben. Mit unterschrieben. Aber dann habe ich doch nicht daran gedacht, dass unsere Gabi uns sowas antun könnte. Außerdem hätte ich damals nie geglaubt, dass Karlsruhe so entscheiden würde. Warum hast du dann überhaupt unterschrieben? Aus Gewissensgründen erstens. Und zweitens war mein Stand in der Fraktion damals so, dass ich mir gar nicht hätte leisten können, nicht zu unterschreiben. Na, hoffentlich ist dein Stand jetzt so, dass du dir einen kommunistischen Enkel erlauben kannst. Kommunistischer Enkel? Sei doch nicht so rassistisch. Ich habe, weiß Gott, nicht viel für Jusos übrig, aber deshalb darf man nicht gleich so tun, als ob das alles Neger sind. Seit du hier in Bonn bist, kümmern dich die Probleme deiner eigenen Familie einen Dreck. Also Entschuldigung, jetzt vergreifst du dich im Ton. Das ist schon fast Parlamentsdebatte, dein Niveau. Hast du unterschrieben oder nicht? Ja, aber wenn das Bundesverfassungsgericht. Ohne meine Unterschrift wäre es übrigens zu demselben Ergebnis gekommen. Was kann ein einzelner Abgeordneter denn schon ausrichten? Also, wenn das Bundesverfassungsgericht die von dieser Koalition verabschiedete Fristenlösung für verfassungswidrig erklärt, dann hat es doch damit noch lange nicht beschlossen, dass ausgerechnet unsere Gabi deswegen ein Kind kriegen muss. Natürlich nicht. Sie kann ja auf euer Indikationsmodell warten, 2, 3 oder 4 Jahre lang. Bloß welche Indikation soll sie dann in Anspruch nehmen? Die kriminalethische, weil sie ihren Juso liebt, oder die medizinische, weil sie kerngesund ist? Oder soll sie bei unserem Einkommen ausgerechnet die Soziale in Anspruch nehmen? Hast du dir eigentlich gar nichts dabei gedacht, als du unterschrieben hast? Jetzt wirst du zynisch. Ich habe dir gesagt, dass es eine Gewissensentscheidung war. Und ich kann mein Gewissen nicht gegen jeden Blödsinn abwägen, der meiner Tochter in den Sinn kommen könnte. Es geht nicht um Blödsinn, sondern um ein Kind. Beziehungsweise um kein Kind. Natürlich geht es darum. Aber die jungen Leute sind doch heute so selbstständig und ich meine, wenn es um die Ferien geht, lassen wir Gabi ja auch überall hinfahren. In London war sie als Au-pair-Mädchen, Amsterdam kennt sie wie ihre Westentasche. Hast du unterschrieben oder nicht? Jetzt hör mir bitte einmal zu. Die ganze Neuregelung, das 218, soll doch in Not geratene Mädchen und Frauen in die Lage versetzen, sich vor Kurpfusche und Engelmacherinnen zu schützen. Aber das ist doch gar nicht unser Problem. Ob es in das Fristenmodell nicht mehr und das Indikationsmodell noch nicht gibt, das Reisemodell funktioniert doch in jedem Fall. Und warum sollen junge Menschen nicht auch mal die Welt kennenlernen? Meine Tochter in so einer Situation im Ausland? Nee, mein Lieber. Dann gibst du mir gefälligst die Adresse des Arztes, zu dem du deine Freundin geschickt hast. Ich finde, jetzt wirst du geschmacklos.
Wieso? Aus den Protokollen geht hervor, dass Ihre Frau übermüdet war. Sie selbst haben doch hier ausgesagt, ich weiß, eine halbe Stunde vor dem Unfall hat sie mich noch aus der Raststätte angerufen und gesagt, sie könnte kaum noch die Augen offen halten. Na bitte. Danke, sollten Sie sagen, denn aufgrund dieser meiner Aussage hat ja niemand mehr nachgeprüft, ob der Reifen vor oder bei dem Unfall geplatzt ist. Es war aber ein Reifen Ihrer 1365er Serie. Das haben Sie doch nur aus der Presse. Das mit der 1365er Serie. Ich habe den geplatzten Reifen im Keller. Als Souvenir. Aha. Jawohl. Und jetzt wollen Sie mich unter Druck setzen, oder? Das ganz große Geld aus Ihrer Frau rausschlagen, oder? Ich bin kein undankbarer Mensch. Ich bitte Sie lediglich um 4 neue Reifen. Was denn? Für ein ganzes Schrottauto, eine tote Frau und einen kaputten Reifen? Wollen Sie nicht mehr als 4 neue? Aus der 1365er Serie. Sind Sie verrückt? Die Serie war lebensgefährlich. Haben Sie gesagt. Aber ich habe mich gerade neu verliebt, verstehen Sie? Ich bin sehr glücklich. Ein Auto habe ich meiner Freundin schon geschenkt, aber vielleicht hat es eines Tages nicht die richtigen Reifen. Wenn jemand so beschwingt sein Auto fährt, sich um den Tod nicht und den Teufel schert, aus Lust am Leben im Verkehr verkehrt, dem war ein guter Tropfen schon vorher beschert. Goldfuselfahrer wissen, was sie intus haben. Einen Dreifunktionsalkohol, der harmonisiert, narkotisiert und paralysiert. Goldfusel, der große Schlimme aus Kartoffeln. Jetzt mit dem Ewigkeitseffekt. Mit Spitzenstars von Bühne, Film und Fernsehen verlosen wir mindestens unter notarieller Aufsicht 500 Arbeitsplätze in der gewerblichen Wirtschaft, 300 Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst, 100 Lehrerstellen lebenslänglich, 50 leitende Angestellte. Und wer das goldene Arbeitslos gewinnt, erhält den Vorsitz in einem echten Aufsichtsrat mit Villa und Chauffeur. Teilnahmescheine für 10 Mark bei allen Arbeitsämtern und Krankenkassen. Und nimm doch lieber das große Glück selbst in die Hand. Dann drückst du damit das Pech an die wahre Hand. Thank you.
Jetzt sind wir also im Wald. Tja, mittendrin. Schön hier. Finden Sie? Richtig schön. Tja, ich find's ja auch. Ich liebe den Wald, wissen Sie? Vor allem wegen der Bäume. Nirgends auf der Welt findet man so viele Bäume wie im Wald. Tja, hauptsächlich morgens, wenn die Natur so erwacht. Dann spürt man erst richtig, was so ein Wald eigentlich bedeutet. Und das alles gehört Ihnen? Ja, das heißt der Wald natürlich nicht. Nur die Yacht in diesem Wald, die habe ich gepachtet. Ich bin hier sozusagen Herr über Leben und Tod. 5-Jahres-Vertrag. Meiner ist Makler. Wie bitte? Mein Mann. Aber Sie sind noch vom richtigen Schrot und Korn. Ja, natürlich muss man sich das auch finanziell leisten können. Bestimmt sind Sie auch kräftig. Na ja. Doch, doch. Das habe ich gestern Abend gleich gesehen auf der Party. Sonst hätte ich Sie auch gar nicht gefragt, ob Sie mich mal mitnehmen. Ich habe meinen Mann übrigens noch niemals betrogen. Psst. Wieso? Hat was geknackt. Ein Ast. Eine Sau. Wahrscheinlich. Sie hören aber gut. Muss man auch. Als Jäger muss man sich auf sein Gehör verlassen können. Ich bewundere Sie. Ja? Ehrlich. Sie haben das gewisse Etwas. Bei Ihnen könnte man direkt mal schwach werden, so im Unterholz. Unterholz piekt und macht Harzflecke. Ach so. Und Moos? Das ist doch viel zu nass um diese Jahreszeit. Da quatscht doch richtig das Wasser raus, wenn Sie sich da drauf plumpsen lassen. Sie machen es einem aber gar nicht leicht. Vor allem, wenn man selbst noch Grundsätze hat und die muss man ja schließlich auch noch überwinden. Man muss ja gar nicht. Und dabei ahnt mein Mann noch nicht mal, in was ich mich da... Oh Gott, ein Hirsch! Wo? Da! Sitzt da vielleicht ein Mensch drauf? Wieso ein Mensch? Ja, weil Hirsche im Walde, wo ein Mensch drauf sitzt, meistens Pferde sind. Aber die Hörner, die Hörner! Sehen Sie denn nicht die Hörner? Da doch nicht, da! Sehen Sie ihn denn gar nicht? Nee, ich verlasse mich lieber auf mein Gehör. Als Jäger, weil meine Augen, verstehen Sie, da ist sowieso nicht mehr mit los. Jetzt hüpft er weg. Psst. So wie der sich anhört, war das ein Bock. Sie sind ja mehr als sinnlich. Sie sind ja übersinnlich. Haben Sie eigentlich schon viele Frauen vor mir mitgenommen? Auf die Jagd? Ja. Und was haben Sie mit denen gemacht? Na, erst mal geschossen. Das heißt, ich habe geschossen und die haben zugehört. Geguckt? Na ja, da waren auch welche dabei, die konnten genauso schlecht sehen wie ich. Und die haben zugehört. Und mir wollen Sie heute gar nichts vorschießen? Bitte, wenn Sie wollen. Am besten, Sie bleiben gleich hier stehen. Hier? Ja. Dann können Sie auch besser beobachten, wie ich in Deckung gehe. Gerne, ja. Und außerdem riechen Sie nicht so stark, wenn Sie weiter weg sind. Mit dem Parfum, meine ich. Was bei mir die Ohren sind, das ist nämlich beim Wild die Nase, verstehen Sie? Und wenn so ein Tier Sie nicht riechen kann, rein geschmacklich, dann lässt sich das von mir auch nicht schießen. Okay, und machen Sie schnell. Und möglichst ruhig sein. Ist klar. Sagen Sie mal, wie zielen Sie eigentlich, wenn Sie so schlecht sehen können? Streng nach Geräusch. Ich schieße auf alles, was sich bewegt.
dauert nicht mehr lange. In einer halben Stunde ist die voll befriedigt. Meine Damen und Herren, in der vorgesehenen Autobahnkatastrophe scheint heute Abend wirklich der Wurm drin zu sein. Nachdem wir vor wenigen Augenblicken das Bild sendefertig aufliegen hatten, ist nun plötzlich zu unserem großen Bedauern der Ton in die Hosen gegangen. Manchmal geht eben alles schief. Dennoch brauchen Sie nicht zu befürchten, dass wir Ihnen diese unfassbar grauenvollen Szenen vorenthalten wollen. Zur Spätausgabe dieser Sendung werden für Sie völlig neue und hoffentlich astreine Bild- und Tonkopien vorbereitet. Bis dahin, gute Unterhaltung.